Moin Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit der Story von Destiny 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch vielen Dank an alle, die das Projekt weiterhin unterstützen mit Daumen nach oben. Und sollte euch auch die Folge heute gefallen, gerne wieder einen Daumen nach oben dalassen. So, wir haben unser Licht ergattert in der letzten Mission, der Funke, abgeschlossen. Jetzt sind wir hier Sentinel-Titan und können das Ding jetzt leveln. Paar neue Waffen auch bekommen und ja, eine gut grau aussehende Flüchtlingsrüstung. Und jetzt müssen wir wieder zurückkehren in die ETZ, die wir hier unten ja haben, um da die Person zu treffen, die Sloane Kelly, Sloane Kelly, wer Mass Effect, haha, Soraya Hawthorne, so, da unten haben wir es, Devrim Kay müssen wir jetzt suchen. Hawthorne hat dich gebeten, ihrem Freund Devrim zu helfen, finde ihn in der Ruinenstadt in Trostland. Also wählen wir mal das Trostland ein. So, die europäische Zone, hier die Karte, die man hier sieht, hier zu sehen war eben. Das ist die erste neue Patrouille, das erste neue Patrouillengebiet, so besser gesagt, Mensch. Erstmal wieder Wörter sortieren, bis man hier was erklären möchte. Also das erste neue Patrouillengebiet, was sich hier auf der Erde befindet, in der ETZ. Epische Musik am Start. Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran, die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim Kay. Dann suchen wir den mal. Nach der Ladesequenz. Selbstverständlich. Jetzt haben sie die Flugsequenz ein bisschen schneller gemacht, dass man schneller landet. Dafür gibt es aber hier dann die neuen tollen Schwarzbilder, wo man dann doch nochmal warten muss. So, da sind wir. Da ist der Kirchturm. Der schöne. Angekommen in der ETZ. Mit noch anderen Spielern. Level 10 schon. Mensch, ich bin zu klein. So, können Sie ja auch mal kurz umschauen, so ein bisschen. Schöne Staudamm hier. Da oben noch überall Gebäude. Und kleine Dörfer und Städte. Könnte auch so der gute Schwarzwald oder so sein. Überall laufen hier ein paar Gefallene rum. Magnetgranate kriegst du ins Gesicht. Gefallene laufen mittlerweile auch schon wieder gebückt auf allen Vieren. Um sich so schnell hervorzubewegen. Haben sie neu gelernt. So. Das war sozusagen ein kleiner Bossgegner. Also gelb, der eine Kiste hinterlässt. Und da kriegen wir schon Loot raus. Zack. Da haben wir die ETZ-Token. Und die können wir nämlich bei dem Herrn, wo ich jetzt hin muss, nämlich abgeben. Könnt ihr mir eigentlich mal die Quest markieren? Oder nein, ich gehe gleich in die Kirche rein. So. Erstmal wieder an das Titanschweben gewöhnen hier. Die haben aber doch an der Geschwindigkeit einiges geändert wieder. Also das fühlt sich viel schneller an, als ich das letzte Mal die Beta gespielt habe. Da haben wir Devrim Kay, Todeszone Scout. Der steht hier oben und sniped aus dem Kirchturm. Ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Oh. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der Achte, Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab, stets zu Diensten. Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Hawthorne. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen von der Farm. Wir müssen also ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze, aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen, oder? Klingt gut, auf jeden Fall. Devrim Kay, der Achte. Der eloquente Scharfschütze Devrim Kay hat sich in der Wildnis der ETZ sein Zuhause geschaffen.
Im Kirchturm. Devrim arbeitet daran, ein regionales Kommunikationsnetzwerk aufzubauen, damit die verstreuten Stadtbewohner erfahren können, dass die Farm Zuflucht bietet. Leider erschweren die Gefallenen seine Bemühungen. Lern mehr über die ETZ, indem du das Abenteuer Ein neues Grenzland abschließt. So, eine neue Geisthülle bekommen. Hier bei denen kann man die Tokens, die ich eben bekommen habe, zum Beispiel eins bei dem abgeben. Und dann levelt man hier oben den Ruf. So. Viel Glück. Viel Glück. Du auch. So, neue Geisthülle. ETZ-Geisthülle. Die hat spüre Depots innerhalb eines 30 Meter Radius in der ETZ auf. Also Kisten, die man hier so finden kann. So. Dann wählen wir mal die nächste Mission an, würde ich sagen. Wir hier schon mal bei dem stehen. Navigator öffnen. So. Da haben wir das Ding. Ein neues Grenzland, ein Abenteuer. Erkunde die europäische Todeszone, während Devrim Kane von der Kirche aus Unterstützung leistet. Hörst du das auch? Ich höre das nicht nur, ich sehe es auch. So. Hier geht's los. An dem Beacon. Fangen wir an. Wir fangen an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Okay, ich sehe es mir an. Ein Banner der Gefallenen. Da haben wir das. Untersuchen wir das Ganze mal. Das ist das Symbol des Hauses des Urteils. Wir haben mal mit einem Gefallenen zusammengearbeitet, der diesem Banner entflohen ist. Interessant. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Okay, dann guck ich mal. Ein Depot. Da vorne haben wir eins. Haus Urteil. Kennen wir ja von Haus der Wölfe. Da war das ja ein ganz großes Thema, das Haus des Urteils. Okay, Granate rein. So, der Stick. Die Granaten sehen übrigens auch viel besser aus als im ersten Teil, finde ich. Auch weil da ein bisschen mehr Partikel noch drin sind, die noch eine schönere Optik geben. Und da oben haben wir ein Depot, eine goldene Kiste. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Da war gar nichts drin. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, ja. An der Wand der Kirche ist ein Symbol. Ah. Geh doch mal gucken. Ich geh gucken, ja. An der Wand der Kirche ist ein Symbol. Alles noch so ein bisschen Tutorial, um das zu zeigen. Hier sieht man das Symbol. Weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Diese... Oder beides. Sehen wir mal nach. Wir sehen nach, ja. Diese Symbole finden wir in der ganzen Welt von Destiny, also besonders in den Patrouillenmissionen. Oder in Patrouillengebieten. Die zeigen uns nämlich verlorene Sektoren an. Und dann wissen wir schon, in der Nähe von so einem Zeichen ist irgendwo ein verlorener Sektor, also ein Bereich, den wir säubern können von Gegnern. Und dann kriegen wir da am Ende so Kisten. Hier wird es noch nicht angezeigt, weil ich noch nicht so weit bin. Gleich, wenn ich weiter fortgeschritten bin, werden die auf der Karte hier überall angezeigt. Aber das ist halt das erste Mal, dass ich die machen muss. Deswegen sieht man das jetzt noch nicht. Und dann gehen wir mal rein. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig. Fast so wie alte Luftschutzbunker damals noch. Im alten Europa. Meistens muss man so eine Zone halt säubern, indem man alle Gegner tötet. Am Ende dann noch den Boss. Und dann gibt es eine Kiste als Belohnung. Durch die Scheibe können wir nicht. Aufpassen vor den Explosivfässern hier. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass die Gegner da auch drauf schießen können. Ein weißes Entgramm mal wieder. So, da oben haben wir schon den Anführer. Da ist der Gute.
Wenn wir gleich mal mit unserem neuen Fokus abballern hier. Wo ist er hin? Da ist er. Dein Schuss block ich. Jawohl. Mir ist gerade gelungen, einem Captain einen Schlüsselcode abzuluxen. Ich kann sicher dieses Depot öffnen. Das Depot können wir auf jeden Fall öffnen. Eine Pistole mit Schalldämpfer. Zieht aber ganz schön hoch, das Ding. Ganz schön eierig. So, und hier haben wir das Depot. Den Schlüssel haben wir von dem Captain bekommen und jetzt können wir hier unsere Belohnung abholen für diesen Sektor. Haltet die Augen nach anderen Verstecken und Schätzen wie diesem offen. Ja, und damit haben wir unser erste. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit machen wir uns ans Eingemachte. Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Okay, es gibt Tee im Kirchturm. Juhu! So, wir haben schon grüne Items jetzt bekommen. Hier auch nochmal 32er Rüstung hier. Das geht am Anfang mal ratz, ratz, fatz. Wenn man gerade anfängt mit dem Spiel. So, grüne Schultern. Kaum optische Veränderung, aber immerhin mehr Verteidigung. Oh, der Helm sieht aber schnittig aus, oder? Der ist schnittig. So, wir hatten auch Level Up. Wir sind jetzt schon Level 3. Das heißt, wir können hier nochmal was Neues lernen. Und zwar die Leerewallgranate. Eine Granate, die eine horizontale Mauer aus brennendem Leerelicht erzeugt. Die nehme ich mal. Können wir uns alles mal anschauen, wie das Ding aussieht. So. Die Magnetgranate haben wir jetzt schon gesehen. Und das ist die neue. Die sieht so aus. Sieht man, kennt man vom alten Nightstalker. Der hatte die auch mal. Ich mag die Magnetgranate aber irgendwie lieber. Beim Titan. Die kann man gezielter einsetzen, finde ich. Wobei hier am Ende die Unterdrückungsgranate ist auch noch ziemlich cool. So, dann gehen wir mal hoch wieder zu Devrim und holen uns unser Tee ab. Also wie gesagt, immer schön Ausschau halten nach diesen Zeichen, solltet ihr neu anfangen mit Destiny. Aber mittlerweile weiß das sicherlich schon jeder. Ist aber immer noch nicht auf der Karte angezeigt. Das kommt aber noch. Vielleicht, wenn ich jetzt nachdem ich mit ihm gesprochen habe, hier. Unsere Super ist auch schon wieder aufgeladen. Das geht auch schnell. Ah, ne, die ist aufgeladen, weil ich Level Up hatte. Deswegen. Aha. Ja, hier voll am Snipen. Ahoi. Mit seiner No Land. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht. Aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Mal schneller. Okay, das Signal. Während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn ihr nur bringen. Todeszone im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne, auf jeden Fall. So, das Kommunikationsnetzwerk ist aufgesetzt, doch ein Kabal-Außenposten in der Nähe blockiert alle Signale. Hawthorne muss jedoch ihre Nachricht zu den Überlebenden bringen. Nimm Devrims Signalverstärker und hilf Hawthorne, indem du die Mission Verbrennung abschließt. Da ist der Signalverstärker. Devrim Kay hat dir diesen Signalverstärker gegeben, um ihn Hawthorne zu bringen. Dankeschön. Viel Glück. Viel Glück. Ja, ja. Nächstes Mal möchte ich bitte Tee haben. Oh, was ist denn hier los? Guckt man einmal nicht hin, ist hier voll die Versammlung am Start. Alle am Questen und Leveln. So, Navigator öffnen. Die nächste Mission befindet sich dann dort. Die rote Schlacht. Und wir haben hier aber noch kleinere Nebenaufgaben. Die haben natürlich noch empfohlene Power, die ein bisschen geringer ist. Hier haben wir empfohlene Power 30 und ich werde aber diese hier zuerst auch noch abschließen. Zum Beispiel Ruf der Heimat und hier haben wir auch noch Schlachterempfang. Die werde ich auch noch alle machen, aber da werden wir dann im nächsten Video dran arbeiten. Dann geht es hier weiter mit dieser Mission Ruf der Heimat. Also, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt
und hoffe, ihr seid auch im nächsten Video mit dabei. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.